Herzlich willkommen zu meiner Session über barrierefreie Webseiten in der Praxis. Ihr wisst ja alle, und ich möchte euch nicht mit Zahlenmaterial langweilen, dass Behinderungen ungefähr 1 Milliarde Menschen betreffen. Dabei sind Behinderungen als schwere Behinderungen gemeint. Und in einem Land wie Deutschland mit so einer alten, relativ alten Bevölkerung ist der Prozentsatz der Menschen, die in irgendeiner Weise visuell oder auditiv von der Benutzung von Webseiten ausgeschlossen sind, wesentlich höher. Es gibt ja, und das ist offensichtlich, Blindheit als absolute Barriere, um Webseiten zu benutzen. Inzwischen ist aber Taubheit fast eine ebenso große Barriere. Und dabei muss ich auch gleich sagen, dass ich selber betroffen bin. Also ich bin taub, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das bitte auf und sprecht mich nachher an. So, es gibt aber auch unsichtbare Behinderungen, mehr oder weniger. Das sind so einfach Farbfehlsichtigkeiten oder auch schon Alterssichtigkeit. Kann einen ganz schön zu schaffen machen bei dem berühmten Hellgrau auf Weiß des einer Schriften. Ich stehe hier sozusagen in mehreren Rollen. Auf der einen Seite bin ich Privatmensch und als solcher in einem Verein für Menschen mit Behinderungen versuche ich denen ein normales Leben zu ermöglichen. Gleichzeitig bin ich aber auch professioneller Dienstleister. Ich war viele Jahre lang in einem Großkonzern beschäftigt als Softwareberater und habe mich damals schon, als ans Internet noch nicht zu denken war, mit dem Thema Usability beschäftigt. Inzwischen habe ich mich aus dem Berufsleben verabschiedet und bin dann, um für meinen Verein eine Webseite zu erstellen, auf Joomla gekommen und hängen geblieben. Inzwischen habe ich mich da in der Programmierung beschäftigt und betreibe hauptsächlich die Entwicklung von Extensions für Joomla. Jetzt in der letzten Zeit habe ich mich jetzt zusätzlich in dem Joomla Accessibility Team eingebracht. Und das wird jetzt richtig spannend, denn wir wollen Joomla richtig barrierefrei machen. Warum sich überhaupt alle Webdesigner eigentlich mit dem Thema barrierefrei beschäftigen sollten, das sind reiner Kommerz. Was ihr für barrierefreie Webseiten macht, kommt meistens dem allerberühmtesten, allerwichtigsten blinden Teilnehmer zugute. Und das ist der Google. Suchmaschinen sind blind. Sie sehen die Seite wie ein Blinder. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber auch erkannt, wie wichtig es ist, Menschen das Grundrecht auf Information bereitzustellen. Und die Gesetzgeber sind jetzt in letzter Zeit recht aktiv geworden. Was eine ganz glückliche Symbiose ist, ist die Responsivität und die Barrierefreiheit. Wer schon länger dabei ist, der erinnert sich an die Zeiten, als Printdesigns pixelgenau umgesetzt werden mussten. Das Bild musste auf ein Viertelpixel in den Text integriert sein, und wehe, wehe, wenn es einem Webdesigner einfiel, die Schriftgröße um ein paar Pixel zu vergrößern. Dann war das schöne Design zerstört. Und das ist jetzt mit dem Responsive Design Geschichte geworden, Gott sei Dank, zum Glück für Schriftgrößen und die Anordnung von Bildern. Ja, was für Webdesigner ebenfalls ein ganz wichtiges Datum ist, das ist das exakt heute in einem Jahr. Laut der Richtlinie des Europäischen Parlaments, die im Dezember 2016 in Kraft getreten ist, ab September 2018 offizielle Angebote barrierefrei sein müssen.
wobei es natürlich tausende von Ausnahmen und Verzögerungen und so weiter gibt, aber die Linie ist mal klar. Und wenn ihr Glück habt, dann kommen damit Aufträge auf euch zu. Ich stehe jetzt hier, um euch eine Basis zu geben, wie ihr Angebote schreiben könnt, was ihr berücksichtigen müsst, wenn ihr barrierefreie Seiten erstellen wollt. Hier ist ein ganz wichtiger Satz, wenn ihr ein Angebot bekommt, eine Seite barrierefrei zu machen. Schaut euch die Seite an, wenn die Usability nicht stimmt, wenn es eine schlechte Seite ist, für normalos, dann fangt gar nicht an, irgendwelche barrierefreien Maßnahmen drauf zu klatschen. Es bringt nichts. Eine schlechte Usability ist, ist sinnlos, was weiter für Barrierefreiheit zu tun. Dann versucht den Auftraggeber davon zu überzeugen, dass man gleich gescheit von vorne anfängt. Die wichtigsten Begriffe, die jeder kennen sollte und muss, der sich mit dem Thema befasst, ist Web Content Accessibility Guideline. Das ist ein Regelwerk, das für Webdesigner dasselbe ist wie das bürgerliche Gesetzbuch für Juristen. Diese Guidelines könnt ihr im Internet nachschauen und ich werde sie bestimmt nicht vorlesen. Aber ihr müsst wissen, dass die vier wesentlichen Prinzipien also dass auf diesen vier wesentlichen Prinzipien Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit alles hinausläuft, um Seiten für alle verfügbar zu machen. Ich verabscheue ehrlich gesagt das Wort Barrierefreiheit. Ich finde, barrierefrei gibt es nicht und wird es nicht geben, kann es nicht geben. Ich finde es besser zu sagen, man möchte etwas zugänglich für alle zu machen, so gut es eben geht. Und wenn diese vier Prinzipien eingehalten werden, dann klappt das auch. Wobei ich jetzt das Letzte, das robust, einfach so erkläre, dass es muss gut programmiert sein. Es muss fehlerfreies HTML-Gerüst da sein. Robust heißt, jeder Browser und jede assistive Technik kann eine Seite interpretieren. Die vier Prinzipien sind ja erstmal Theorie, es sind einfach Begriffe. Um das zu präzisieren, gibt es 12 Richtlinien und 61 Erfolgskriterien. Eine Seite ist barrierefrei oder kann sich barrierefrei nennen, wenn sie bei den 61 relevanten Kriterien Plus hinschreiben kann. Und wenn kein Ausschlusskriterium getroffen wird. Es gibt Kriterien, wenn die vorliegen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Alle 61 anderen Kriterien abhaken. Aber die Seite ist nicht barrierefrei. Und das sind ganz viele, da werdet ihr staunen. Hier habe ich einen Link. Wenn ihr etwas genauer wissen wollt, ist diese Seite diejenige, die ihr anschauen müsst. Das ist verständlich erklärt, das sind sämtliche Kriterien und Verständnispunkte. Und die Konformitätsstufen bedeuten ein A, einigermaßen barrierefrei und eigentlich Basis, das sollte jede Seite haben. 2A bedeutet, die Seite ist zugänglich für die meisten. Und diese 2A sind das, was wir anstreben, auch in Joomla. Die 2a sollte jeder anstreben, der etwas an einer Seite ändern muss, um sie barrierefrei zu machen.
3a würde bedeuten, es ist wirklich barrierefrei für alle. Und ich muss euch sagen, ich habe noch nie eine Seite gesehen, die diese 3a erreicht. Denn 3a bedeuten, jeder Text hat auch eine Darstellung in Gebärdensprache. Kann man das schon machen? Und es würde bedeuten, jede PDF-Datei ist barrierefrei. Es würde bedeuten, habe ich jetzt vergessen, ist egal, jedenfalls, es gibt keine Seite meines Wissens, die alle diese Kriterien erfüllt. Ah ja, leichte Sprache. Jede Seite muss auch in leichter Sprache vorhanden sein. Und schon bei den Gebärdensprachvideos ist es klar, dass das nicht geht. Beziehungsweise es geht schon, aber nur eben immer für eine einzelne kleine abgeschlossene Einheit. Denn ein Text, der sich alle 3 Wochen ändert, kann nicht alle 3 Wochen neu gebärdet werden. Das geht einfach nicht. Und es gibt also ganz wenig Seiten, vor allem der Regierung, die dieses Ziel anstreben. Für deutsche Webentwickler ist es noch wichtig zu fragen, ob eine Seite nach dem BITV barrierefrei sein muss. Das ist ein Regelwerk, eine riesige Liste von Checkpunkten. Wer die abhacken kann, kann sagen, dass er nach deutschem BITV eine barrierefreie Seite hat. Es ist aber nicht genau dasselbe wie in den Web Accessibility Guidelines. So dass man dann, wenn man im europäischen oder im internationalen Bereich tätig ist, das nicht so eins zu eins festlegen kann. Bei einem Auftrag oder wenn ein Angebot macht, müsst ihr also fragen, wer ist die Zielgruppe? Ist es die Bevölkerung? Sind es alle? Dann habt ihr nämlich eine andere Anforderung, als wenn die Zielgruppe zum Beispiel das Institut für Mikrobiologie ist. Da braucht ihr bei der Sprachebene nicht dieselben Maßstäbe anlegen. Ihr müsst wissen, welche Konformitätsstufe müsst ihr erreichen. Das entscheidet ja über Aufwand und Kosten letzten Endes. Ihr müsst wissen, muss ich BITV erreichen? Und schließlich müsst ihr auch wissen, ob eine Qualitätssicherung und ob Schulungen notwendig sind. Denn nicht jede Barrierefreiheitsmaßnahme ist wirklich zielführend. Und das seht ihr hier so. Nicht jede Maßnahme, die auf dem Papier korrekt ist, wie eine Rampe für Rollstuhlfahrer, ist dann in der Praxis auch brauchbar. So, wir sind ja jetzt hier als Joomla-Anwender. Wenn wir eine Webseite erstellen, haben wir auf der einen Seite ein Bein der Software Joomla. Joomla ist nicht barrierefrei, im Backend nicht. Im Frontend bietet Joomla eine ganz gute Basis. Es ist auch in der Version 3.8 jetzt nicht hundertprozentig, aber es ist eine gute Basis, man kann darauf aufsetzen. Nun seid ihr aber nicht alleine mit Joomla, also meistens kommt dann noch ein Designer dazu, ein Tabletbauer. Ihr könnt da alles in Personalunion sein, das ist egal, es geht um die Rollen. Und ihr werdet später eine von euch erstellte Struktur und den Content von Redakteuren weiter bearbeitet haben. Ihr werdet einen Betreiber haben, der eventuell selber Extensions einsetzt. Und jeder von denen könnte an einer wunderbar perfekt übergebenen, barrierefreien Seite die Säge ansetzen. Sodass, wenn wir zum Beispiel eine Zertifizierung machen, diese Zertifizierung nur für einen Moment gelten würde. Für weitere Arbeit sind Redakteure zuständig. Dann müsste man Qualitätssicherungsmaßnahmen machen. Und sagen wir mal, alle halbe Jahre ein Audit führen, die Seite neu begutachten. Es gibt Zertifizierungen im Web, aber sie sind selten und sind teuer.
Und man muss das dem Auftraggeber dann klar machen, dass eine Zertifizierung der Startpunkt für einen Prozess ist. Ich will euch jetzt ein paar Beispiele geben, was man berücksichtigen kann, muss, soll, um diese Kriterien Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Wahrnehmbarkeit zu erfüllen. Eins davon, das kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist auch ein SEO-Kriterium, das ist der Alttext für Nicht-Textinhalte, also Alttext für Bilder. Oder, was jetzt zunehmend eigentlich notwendig ist, auch Textdarstellung von Videos. Ich kann kein Video anschauen, ich kann kein Videotutorial anschauen. Manchmal gibt es zwar Untertitel, die sind aber meistens schlecht und ich kann nicht gleichzeitig Untertitel lesen und das Bild anschauen. Also bin ich immer dankbar, wenn irgendjemand den Text noch dazu schreibt. Bei diesen Bildern, die kennt ihr ja alle, haben wir drei verschiedene Bewertungen. Das eine ist, dass ein Bild einen wichtigen Inhalt hat. Wichtig heißt, wenn ein Blinder sich die Seite vorlesen lässt, dann würde er, wenn er den Inhalt des Bildes nicht kennen würde, nicht verstehen, worum es auf der Seite geht. Es gibt Bilder, die wichtig und interessant sind und es gibt rein dekorative Bilder. Schöne Sonnenuntergang im Hintergrund. Es ist für den Blinden jetzt uninteressant. Und je nachdem, welche Art Bild man hat, muss auch der Alttext verschieden sein. Ich habe hier ein Beispiel von einer Seite. Da seht ihr, es ist ein Foto von einem Steg, auf dem Rollstuhlfahrer direkt in einen See reinfahren können. Drunter steht, pack die Badehose ein und ein Text, der zu diesem Bild gehört. Jetzt kann der Redakteur überlegen, was schreibe ich jetzt hin? Wir haben jetzt irgendwas hingeschrieben, Foto einer Rampe. Das ist okay. Es ist ein kurzer Text, stört keinen, gibt einen kleinen Vorgeschmack. Man kann aber auch gar nichts hinschreiben. Also Alttext und Anführungszeichen. Dann sagt der Screenreader gar nichts. Und das ist im Ermessen des Redakteurs, ob er sich denkt, na, das ist jetzt dekorativ, das ist ein Eye-Catcher. Oder ob er denkt, das müsste der Behinderte jetzt wissen. Es gibt einige Fälle, die sind einfach falsch. Falsch ist, und das machen ganz viele Redakteure, das könnt ihr, schaut euch mal die Webseiten an mit dem Inspektor. Redakteure neigen dazu, die Überschrift zu kopieren und als Alttext einzufügen. So, hier sitzt der Blinde da und der Screenreader sagt, pack die Badehose ein, Grafik. Pack die Badehose ein, Link. Und das hat der Blinde dann davon. Nix. Und er hat auch nichts davon, wenn Webdesigner anstelle des Alttextes den Namen der JPEG-Datei hinschreiben, die oft noch mit Größenangaben verziert wird. Das ist schon nützlich, wenn die Grafik fehlt, weil man sie dann schnell findet, weil man dann schnell weiß, wo man nachschauen muss. Aber für den Blinden ist das uninteressant. Ebenso uninteressant ist ein Roman zu einem Bild, der eigentlich dem Blinden nur die Zeit stiehlt, weil es keine Information ist. Das war ein Beispiel für eine dieser Richtlinien. Wahrnehmbarkeit, du musst den Inhalt einer Seite aufnehmen können, egal mit welchem Medium, ob du sie siehst oder hörst, oder auf der Player-Schrift tasten kannst. Joomla unterstützt das, insofern als ihr ja, wenn ihr in Joomla ein Bild einfügt, habt ihr die Möglichkeit, den Alttext anzugeben. Oder auch eine Bildunterschrift, das geht natürlich auch. Das ist auch eine SEO-Maßnahme, hier kann man ein paar Keywords unterbringen.
Und was man nicht tun darf, das ist eben den Alttext ganz weglassen. Aber das könnten ja Redakteure auch im Prinzip, und deshalb muss man sie wirklich schulen. Dann eine Sache, die wir in Joomla, wer schon lange bei Joomla dabei ist, der kennt das. Es gab in den alten Beats-Templates die Möglichkeit, die Navigation zu überspringen. Also das sind unsichtbare Links, mit denen man direkt zum Content springen kann. Denn ihr müsst euch vorstellen, der Blinde sitzt da. Die Webseite wird gerendert. Der Screenreader fängt oben an und liest erstmal die Navigation vor. Jetzt kann so eine Navigation sehr lang sein. Und das jedes Mal, wenn die Seite aufgerufen wird. Dann ist es also schon fair und nützlich, wenn man dieses überspringen kann. Und ihr seht das auch jetzt, wenn ihr in der jetzigen Joomla-Version, wenn ihr mal die Seite nicht mit der Maus bedient, sondern mit dem Tapping. Dann werdet ihr sehen, dass es im Backend jetzt diese Möglichkeit gibt, das Menü zu überspringen und zum Hauptinhalt zu springen. Da spart ihr euch eine ganze Menge Tapping. Und ihr habt da die erste Folie gesehen, vielleicht die ich in Erinnerung. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind fast alle gelähmt. Das heißt, sie können ihre Hände nicht bewegen oder kaum bewegen. Für die gibt es dann zum Beispiel so Tastaturen, wo sie eben nur mit einem Finger vorwärts tappen können. Manche machen es auch mit der Zunge. Und die sind froh, wenn sie sich das Tapping über 30 Menüpunkte ersparen können. In den modernen Templates ist das irgendwie verloren gegangen, es kümmert sich einfach keiner drum. Dabei ist es so eine Winzigkeit, diese zwei unsichtbaren Links einzufügen. So, jetzt habe ich ja gerade das Tapping angesprochen. Und da gibt es etwas, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Das ist der Fokus, den Fokus zu halten. Der Fokus muss sichtbar sein. Das ist eins der Prinzipien und ist notwendig für die 2a, für die Konformitätsstufe 2a. Ihr seht also hier bei dem Beispiel, dass der Fokus sichtbar ist um den Benutzer herum. Aber was passiert jetzt, wenn ihr weiter tappt? Jetzt kommt ihr irgendwann bei dem Tapping vielleicht auf einen Link, auf einen Button, der genau die Farbe vom Fokus hat. Und dann seht ihr den nicht mehr. Das heißt, wenn ihr eine Seite macht, ihr müsst euch schon selber durchtappen und schauen, was ihr seht. Ja. Ja, das ist auch eine schöne Seite, ja. Ich bin jetzt kurzzeitig farbenblind geworden. Denn was eigentlich da war, war das hier. Und das ist jetzt ein Ausschlusskriterium. Eine Seite, bei der man nur an den Farben erkennt, was ein Link ist oder nicht, kann nicht barrierefrei sein. Ausschlusskriterium, denn das schließt alle Leute aus, die farbenblind sind. Jetzt gibt es noch einen Begriff, den jeder kennen muss, und das ist das Area. Area ermöglicht es, Seiten, egal ob für Blinde oder für das Tapping, barrierefrei zu machen mit JavaScript, mit jQuery, was früher nicht möglich war. Es gab früher, gab es die strenge Regel, du hast eine barrierefreie Seite, also darf kein JavaScript da sein. Das ist jetzt damit erledigt. Wir brauchen uns mit dem Thema, das ist ein Thema für Entwickler und ich brauche nicht weiter darauf eingehen. Aber ihr müsst wissen, dass das wichtig ist und ihr müsst wissen, dass ihr, wenn ihr eine Extension einsetzt, nicht sicher sein könnt, ob diese Extension auch diese Area-Attribute benutzt. Area-Attribute sind sowas, wie auf,
bei jeder Joomla-Webseite einfach mal das Login anschauen. Dann seht ihr hier, Area required true. Der Screenreader liest jetzt dem Blinden vor, das ist ein Pflichtfeld. Der Blinde sieht aber nicht, dass das Pflichtfeld nicht ausgefüllt ist. Das sieht, wir sehen schon. Für den Blinden ist die Information Area invalid true. Die Information, dass an der Stelle etwas falsch oder gar nicht eingegeben ist. Es gibt ganz viele solcher Attribute und dafür gibt es auch eine, gibt es im Internet massenhaft Informationen. Wir wollen uns aber nicht weiter damit beschäftigen jetzt, sondern wir wollen überlegen, wie könnt ihr selber eine Website beurteilen, wenn ihr sie vor euch habt. Ihr sollt eine Website barrierefrei machen, das macht ihr. Ihr schaut sie erst einfach mal an. Zappelt was? Ein Slider zum Beispiel. Es gab ja eine Zeit lang keine Seite, ohne dass oben der Slider drauf war. Ein Slider schließt Menschen aus, die ein Aufmerksamkeitsdefizit haben. Die können eine Seite nicht mehr aufnehmen, den Inhalt nicht aufnehmen, wenn sich irgendwas bewegt. Das ist also ein Ausschlusskriterium. Das heißt, wenn man einen Slider hat, und das ist ja auf den modernen Seiten so, dann muss man den stoppen können. Oder man muss eben einen Pfeil links und rechts haben, wo man den Slider selber betätigen kann. Darf sich nichts bewegen, was man nicht stoppen kann. Es darf keine Hintergrundgeräusche, kein Geräusche machen, die Seite. Denn dann kann der Blinde die Seite nicht, den Screenreader nicht mehr hören. Es darf keine Seite sein, bei der man die Farbenblinden ausschließt. Bei der man Informationen nur über die Farbe erkennt. Und es darf keine Seite sein, die eine Fokusfalle hat. Das heißt, setzt euch auf die Hände, nehmt den Bleistift in den Mund und tappt euch durch. Dann kommt ihr vielleicht auf so einen Foto auf eine Galerie. Und das, bei der zum Beispiel, die ich auf meiner eigenen Seite eingesetzt habe, ist eine Fokusfalle. Das habe ich leider zu spät gemerkt. Also komme ich nicht mehr raus, wenn ich da drauf getappt habe, keine Chance mehr, dass es weitergeht. So, das sind jetzt einfach die Augenschein. Das kann jeder anschauen, ohne besondere Hilfsmittel. Ihr könnt euch aber auch, wenn es euch interessiert, einen Screenreader installieren. Das habe ich mir gemacht. Das Dumme ist, dass ich den Screenreader jetzt nicht höre. Aber man kann bei dem auch eine Text anzeigen lassen. Und dann, ich sage es euch, es ist sowas von nervig, wenn ihr dann zum 20. Mal das ganze Menü vorgelesen kriegt. Dann wisst ihr, warum diese Links, diese Überspringen von Navigationen nützlich und sinnvoll ist. Ihr könnt Wave aufrufen und dort die Seite eingeben, auf der ihr seid. Das Wave testet die Seite. Möchtest du mal zurück? Und gibt dann Informationen dieser Art aus. Checkt also Farbkontraste, checkt ab, ob Alttexte da sind. Aber, wie ich vorher gesagt habe, es ist dann ein Alttext da, aber ob dieser Alttext richtig und sinnvoll ist, das kann natürlich das Verfahren nicht entscheiden. Dann gibt es das AXE, das ist ein Developer-Tool. Also wenn ihr das installiert, das ist einfach ein Firefox-Add-on, dann habt ihr rechts oben auf der Seite ein Icon und das angeklickt, zeigt euch sowas ähnliches wie das AXE, wie das Wave, nur ein bisschen anders gestaltet. Diese DEC University da, die haben sehr gute und sehr gut dargestellte Informationen zu Seiten für Barrierefreiheit.
Das ist jetzt eine nette Sache, die man ganz gut und verstehen kann und mit denen man auch notfalls Auftraggeber gut überzeugen kann. Er bekommt die Information, zum Beispiel mit Wave, dass ein Farbkontrast nicht stimmt. Dann könnt ihr auf dieser Seite diese Farbkontraste abchecken und gegebenenfalls korrigieren. Ihr seht hier, dieses Pink auf Grau hat eine Contrast Ratio von 2,4. Das ist schlecht. Wir müssen im Bereich barrierefrei mindestens 4,5 erreichen. Für 2A. Für 3A muss man sogar über 7 oder 8 erreichen. Und mit dieser Seite kann man also, wenn ein Designer so eine schöne hellgraue auf weiß Seite vorschlägt, ihm klar beweisen, dass das so nicht geht. Ja, das war also jetzt, was ich an Beispielen zeigen wollte. Es ist ja so ein riesiger Wust von Informationen. Da muss irgendwann mal ein Ende sein. Was ich jetzt noch erwähnen will, das ist, dass in Joomla ganz große und aktuelle Anstrengungen gemacht werden, die nächste Joomla-Version 4 auf das Level 2a zu bringen. Dazu schauen wir jede einzelne User-Interface-Komponente an, zum Beispiel einen Button. Da möchte man denken, Button ist doch das Normalste auf der Welt und ist es auch. Aber trotzdem, ihr werdet nicht glauben, wie viel man da beachten muss. Vom Kontrast her, vom Fokus her, von der Beschriftung her und von den Area-Attributen her. Es gibt Switcher und Dropdowns und alles ist unter Umständen ganz schön kompliziert. Die Developer und die Accessibility-Gruppe tun sich jetzt zusammen, um das Beste und Stabilste daraus zu machen, was wir überhaupt erreichen können. Und wenn jemand von euch gerne da mitmachen möchte und Kenntnis zur Accessibility hat, der kann sich also gerne mit einbringen. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende meiner Ergüsse. Unsere Vision ist, unser Ziel ist, diese Diskussionen und diese Sessions über Barrierefreiheit unnötig zu machen. Wir wollen erreichen, dass Barrierefreiheit so etwas ganz Selbstverständliches wird. So wie man auch inzwischen öffentliche Gebäude automatisch mit Rampen baut, aber nicht so wie ich vorher gesagt habe. So soll Joomla eine Basis sein, auf der alles automatisch auf Level 2a ist. Und wir wollen auch erreichen, dass Extension-Entwickler verstehen, worum es geht. Ja, kann aber sein, dass ich das nächste Mal nochmal über die Barrierefreiheit in Papier spreche. Aber jedenfalls so danke ich euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bin ich gern bereit, das zu beantworten. Ihr könnt mich ja schriftlich beauftragen. Und ich bin gern bereit, mit euch draußen zu sprechen. Aber eben unter vier Augen sozusagen. Gut, vielen Dank.